Amorite ist ein Pokémon mit dem Typ Wasser, existiert seit der zweiten Spielgeneration und bildet die Basisform zu Octillery. Remoraid ist ein kleines fischähnliches Pokémon, das grau, blau und weiß auftritt. Seine Flossen sind dabei weißer Farbe und der übrige Körper grau-blau, wobei die hinteren Streifenmuster etwas dunkler sind. Das Pokémon besitzt einen schlanken, vertikal aerodynamischen Körper, dessen hinterer Teil etwas breiter ist. An der abgerundeten Schnauze ist der kleine Mund zu erkennen, der im geöffneten Zustand vier Zähne preisgibt. Von diesem Punkt aus verläuft eine dünne schwarze Linie am Körper entlang bis zum Ursprung zurück. An den Seiten befinden sich die großen runden Augen, die sich aus weißer Lederhaut und kleinen schwarz-blauen Pupillen zusammensetzen. Auf dem Kopf wächst eine kleine feste Flosse und auf dem hinteren Bereich des Körpers sind auf beiden Seiten je zwei lange, angerundete Streifen zu sehen. Ferner verfügt Remoraid über fünf weitere Flossen, zwei kleine an den Seiten und eine am Bauch, und weiterhin eine etwas größere hinten unten und eine etwas kleinere hinten oben. In der Shiny-Form färbt sich Remoraid hellviolett mit dunkelvioletten Streifen, die zur Schwanzflosse verlaufen. Die Schwanzflosse ist in einem etwas blasseren Violett gehalten. Remoraid nutzt hauptsächlich spezielle Attacken. Ein Großteil bilden dabei Wasserattacken wie Aquawelle und Blubstrahl. Psystrahl und Aurorastrahl sind zwei besondere Attacken in seinem Movepool. Eine mögliche Fähigkeit ist Übereifer, die den physischen Angriffswert um 50% erhöht, dafür aber die Genauigkeit um 20% reduziert. Die Fähigkeit Superschütze steigert den Schaden von Volltreffern. Und die versteckte Fähigkeit ist Gefühlswippe, wodurch es am Ende jeder Runde des Kampfes ein zufälliger Statuswert um 2 Stufen erhöht wird und dafür wird aber ein anderer Statuswert um 1 Stufe gesenkt. Typischerweise findet man Remoraid in Gewässern wie auf Route 44 in der Johto-Region. Es ist äußerst präzise und kann mit seinem Wasserschuss Beute erlegen, die 100 Meter entfernt ist. Mit seiner Rückenflosse saugt es sich an der Unterseite eines Mantaks fest und lebt von Speiseresten. Um zu entkommen, schießt es Wasser aus seinem Maul und nutzt den Rückstoß für seine Flucht. Wenn seine Entwicklung näher kommt, schwimmt dieses Pokémon sogar flussabwärts. Dabei ist Remoraid die Basisform der Entwicklungsreihe und entwickelt sich automatisch auf Level 25 zu Octillery weiter und nimmt dabei dann die Gestalt eines Oktopus an. Mit seinem Typen Wasser nimmt es dabei halben Schaden gegen Feuer, Wasser, Eis und Stahlattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen- und Elektroattacken und der Rest macht normalen Schaden.